Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne und das ist das Business-Orakel für die Woche vom 25. Februar bis 3. März. Dafür verbinde ich mich mit der geistigen Welt und schaue nach, welche allgemeingültigen Energien und Schwingungen zum Thema Arbeitsalltag, Beruf, Business auf uns einfließen werden und wie wir am besten damit umgehen können. Diese Woche steht ganz unter dem Motto Kreativität, Schöpfertum. Also es wird eine sehr spannende Woche, eine sehr aufregende und prickelnde Woche. Die ist voller Energie. Ich spüre auch diese hohe Energie, auch in dir, dass du einfach mehr Motivation hast, dass dieses ein bisschen schwere, ermüdende, erschöpfende der letzten Wochen jetzt abfällt und man sich irgendwie ganz frisch fühlt, fast schon wie neu geboren. Also der Februar war ja an für sich sehr turbulent. Wir hatten diese vielen Portaltage, wir hatten diesen starken Vollmond. Wir sind durch eine Zeit, in der wir nochmal an uns rangekommen sind, in der Ballast abgelöst wurde, in der nochmal alte Herausforderungen zum Vorschein gekommen sind und ja, die wir somit auch ablösen konnten und damit einige Schritte vorwärts gehen. Und das spürt man jetzt. Wir sind etwas leichter, die Energie ist etwas höher und wir können das jetzt alles integrieren und annehmen und wir haben mehr Zugang zu uns selbst und darum geht es eben. Wir haben mehr Zugang zu unserer Kreativität, zu unserem eigenen Schöpfertum, zu unserer eigenen Schöpferkraft. Und das heißt, dass du in der Arbeitswoche, in deinem Job, in deiner Firma, dass du da neue Ideen haben wirst. Inspirierende Ideen, kreative Ideen, die vielleicht Probleme oder Herausforderungen, die anstehen oder schon länger anstehen, man nicht weiß, wie man sie lösen kann, wo du plötzlich die Eingebung hast, so könnten wir es probieren. Wo du plötzlich eine Idee hast, wie man vielleicht neue Kunden gewinnen kann, wie man eine neue Werbung schalten kann, wie man, je nachdem, wo du eben tätig bist, wie man sonst irgendwie was Technisches lösen kann. Also du wirst sehr kreativ und du bekommst eben so Eingebungen oder auch so Blitzgedanken, die dich vorwärts bringen, die dich weiterbringen, die alle weiterbringen, deine Kollegen, deine Firma, alle. Und wenn du das jetzt nicht so spürst bei dem Beruf, in dem du gerade bist, vielleicht weil es eben nicht der richtige ist, vielleicht weil es dich von den Energien her ein bisschen runterdrückt, weil du dich nicht so ganz wohl fühlst oder eben genau das Gefühl hast, du kannst dich dort nicht entfalten, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es auch sein, dass du diese Schöpferkraft mehr in deinem eigenen spürst, in dem, was du wirklich beitragen kannst, wie du die Welt bereichern kannst, dass du in dieser Woche herausfindest, was wirklich deins ist, wie du wirklich was tun kannst, wie du noch mehr Sinn in deinem Leben schaffen kannst oder dass du andere Ideen bekommst, wie du vielleicht eben in deinem Traumbusiness oder mit deinem Traumbusiness vorwärts gehen kannst, wie du selbst dort Kunden akquirieren kannst, wie du eine Werbung schaltest, wie du dich sichtbar machst. Also in dieser Woche ist alles im beruflichen Sinne möglich, was dich vorwärts bringt und du hast plötzlich Ideen, wo du vorher wochenlang drüber nachgegrübelt hast und nicht wusstest, wo will ich hin oder was kann ich oder was soll ich tun oder was ist mein Weg und da wird sich einiges lösen in dieser Woche. Und wenn du diesen Drang in dir spürst, wenn du diese hohen Energien spürst, wenn du spürst, jetzt willst du vorwärts gehen, jetzt willst du was verändern, jetzt willst du was tun und noch nicht ganz die Eingebung hast oder die Eingebungen so groß sind, dass du so große Ziele vor dir hast oder da erstmal deine wahre Größe spürst und dich das ein bisschen einschüchtert und das Gefühl hast, wie soll ich das machen oder wie kann ich das stemmen, dann kontaktiere mich gern. Dann können wir einfach mal so im Kontakt sein über E-Mail oder auch über Facebook oder komm in meine Gruppe. Oder bewirb dich auf die kostenlose Beratungssession, in der ich dir 1:1 erkläre, wie du dein Traumbusiness starten kannst, wo es vielleicht noch hängt, wo du weitergehen kannst oder dir vielleicht sogar noch mehr Tipps in Richtung geben kann, was ist deine Berufung. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche, in der du all diese hohen Energien spürst und die dich wirklich, wirklich weiterbringt diese Woche. Und ich danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.